Oh, da haben wir ein paar Ringe hingekriegt, Freunde. Da will ich die 1000 Daumen sehen hier. Spaß der Seite. Hallo, ich bin richtiger Freunde, wir beide. Schön, dass ihr heute mal wieder einen neuen Tag auf meinem Kanal vor. Wir rauchen meiner dienstältesten Emmy Deluxe Pfeife. Also meine älteste Emmy Deluxe. Dazu haben wir Tonkopf, Kaminaufsatz 3, KF1 und 01 Kohlen und wir haben, wie es bereits gelesen hat, Peach Passion von Ginny Tobacco. Jo, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich blende euch einmal bam, das Ding ein, wie das aussieht. Die Verpackung, ja, steht auch wieder sehr schön drauf. Dieses Produkt enthält keine natürliche Maracuja oder Pfirsiche. Ne, so wissen wir schon, was drin ist. Peach Passion. Sehr ein einfallsreicher Name, muss ich sagen, weil Passionsfrucht kann man auch zu einer Maracuja sagen. Und Peach ist der Pfirsich, ne? Also Peach Passion, Peach Passion, ne? Passt ganz. Ja, vom Schnitt sieht das Ganze wieder super aus. Mittel bis feiner Schnitt. Gefällt mir ganz gut, das Ganze. Also lässt sich relativ einfach bauen. Und vom Geruch riecht es voll nach Pfirsicheistee, aber volle Granate. Aber richtig krass, ich finde, das riecht so krass nach Pfirsicheistee. Also ein Pfirsich-Maracuja-Eistee. Ich habe auch einen Maracuja-Eistee mal aus dem Rewe getrunken. Der riecht genauso. Der ist genauso vom Geruch. Also wenn man sich den dann mit dem Pfirsich dazu denkt. Also riecht wie Eistee, finde ich. Riecht aber auf jeden Fall sehr fruchtig, sehr lecker. Ne? Also vom Geruch würde ich schon mal sagen, ganz geil, weil, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich bin absoluter Pfirsichhasser. Also ich bin kein Pfirsichhasser. Mit den Molassenfingern hier durchs Haar. Ich bin kein Pfirsichhasser, aber ich mag sie nicht, ich habe sie mir einfach überraucht. Genau das gleiche Spiel mit Wassermelone habe ich auch schon, glaube ich, schon mal erklärt. Aber wir kommen dazu, wir schauen mal, wie er mir so schmecken wird. Ne, Freunde, angezogen habe ich schon ein bisschen. Ziehen wir mal noch ein bisschen an. Vom Rauch? Super, kann ich wirklich nicht meckern. Ja, kann ich nicht meckern. Rauch ist normal, Rauch geht locker weg. Ja, vom Geschmack finde ich, dass die Maracuja und die Pfirsich ein Battle liefern. Ein absolutes Battle. Sie sind beide gleich aufwendig. Persönlich sage ich aber, es darf nicht mehr Pfirsich sein, es darf aber auch nicht mehr Maracuja sein, weil das ist eine perfekte Kombi. Sie sind beide, finde ich, perfekt auf einen Punkt, also so auf einer Höhe. Sie halten sich perfekt auf einer Höhe und ich finde, dieser Eistee-Geschmack, der zieht sich original, wie im Geruch, zieht er sich original auch im Geschmack. Und das finde ich richtig lecker, finde ich richtig lecker, vor allem, weil ich nicht so ein Pfirsich-Liebhaber bin. Pfirsich-Eistee kann ich aber, also ich kann Pfirsich essen, ich kann Pfirsichsaft trinken, ich kann Pfirsich-Eistee trinken. Ich kann bloß Pfirsich nicht mehr rauchen, ne? Das ist halt das Problem. Hier finde ich aber, da ergänzt sich das richtig gut, also diese Pfirsich mit dieser Maracuja, also Passionsfruchtnote. Und muss sagen, Frau Schmalz, und muss sagen, dass es richtig, richtig lecker schmeckt. Ne? Ich finde es richtig, richtig lecker, weil es eine richtig leckere Eistee-Note ist. Also ein Pfirsich-Maracuja-Eistee wäre pervers geil. Gibt's sowas, Freunde? Schreibt es mir in die Kommentare. Also, ich finde, es schmeckt nach Pfirsich-Eistee, schmeckt aber auch nach Maracuja-Eistee, ne? So eine Mischung aus beiden, so fusioniert, ne? Ich kann ja mal nochmal Gas geben hier. Sehen wir, Kuchen ein bisschen gedreht. Dreimal gezogen, das Ding ballert hier ordentlich, muss ich sagen. Ne? Super, richtig sauber, schmeckt mir absolut. Ist auf jeden Fall eine geile Mischung, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, Eistee mit Zitrone hatte ich mal geraucht, aber Eistee Pfirsich hatte ich noch nicht. Ne? Also ich finde persönlich, es schmeckt wie Eistee. Finde ich sehr, sehr geil. Ansonsten, preislich hier sind wir bei 16,90 Euro, ne, auf Smokers Empire. Ist ja Genie, stehen
9 Cent kostet 1 Gramm, Freunde, ne? Hochgerechnet, eigentlich steht da sonst immer der Kilopreis, aber 9 Cent kostet 1 Gramm, ne? Sehr geil auf jeden Fall, aber schmeckt absolut geil, muss ich sagen. Schmeckt persönlich sehr geil, kann ich wirklich weiterempfehlen für alle Leute, die auf Pfirsich stehen. Ich sag, das ist nicht so ein krasser Pfirsich, wie man ihn kennt, sondern so ein ganz smoother Pfirsich mit einer ganz smoothen Maracuja. Ich finde persönlich, sie darf nicht härter sein, man kann aber sagen, sie könnte härter sein. Ne? Es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, ey, die müssten beide härter sein, dann wäre es wahrscheinlich geiler. Ich finde es persönlich, wenn es so lässig ist, richtig geil. Vor allem diese Eiszenote, das ist jetzt zum 10.000 Mal gesagt. Ist ja auch egal, Freunde. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, checkt links in der Beschreibung, sehen wir uns beim nächsten Chef-Video wieder, Freunde. Bis dahin, macht's gut, euer Shisha-Dolet. Ich wünsche guten Rauch. Ne? Dann sehen wir uns wieder. Ja, bis dahin, ich zieh nochmal für euch. Oh, da haben wir ein paar Ringe hingekriegt, Freunde. Da will ich die 1000 Daumen sehen hier. Spaß der Seite. Ich kann's doch noch.